Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Evil Within. Und ja, wir befinden uns jetzt immer noch hier im Unterschlupf bei dieser netten Tante hier, beziehungsweise im Mark. Und wir gehen jetzt einfach raus hier direkt D5. Schauen wir doch mal, was uns da erwartet, wenn wir da rauskommen. In die anderen Reiche. Das wird ja Richtung Theater gehen. Hallöchen, ich habe mal kurz die Tür aufgetreten, denn ich würde Hallo sagen. Was ist das? Rauchpulver. Ah, cool. Liegt nichts. Ist hier noch irgendwas? Nehmen können? Nö. Liegen nur ein paar Kabel. Da irgendwas? Ne. Gut, dann lass uns reingehen. So, ich bin gespannt, wie der neue Bereich aussieht. Auch irgendwie nicht, weil ich auch ein bisschen Angst habe immer. Dass wir da gleich sterben oder so. Aber naja, was soll's. So. Gut. Hier liegt schon mal was. Nehmen wir mit. Oh, hier. Lecker, lecker. Die können wir nicht mitnehmen, die haben wir schon alles voll. Okay. Aber speichern machen wir trotzdem einmal hier. Direkt. Falls wir gleich sterben sollten, können wir direkt wieder hier anfangen. Praktisch. So, wo geht's raus? Zwei Türen. Erstmal gehen wir hier daneben an. Ein paar Waffenteile. Ah, hier ist wieder ein Spiegel. Okay, den brauchen wir jetzt aber nicht. War gut zu wissen, dass hier gleich einer ist. So, raus aus dem sicheren Bereich. Guck mal hier. Schmuddelslager außerhalb des Unterschlupfs. Verdammt. Ich spüre meine Hand nicht mehr. Das Ding hat mir fast den Arm abgerissen. Mit dieser Erbsenpistole wird das nichts. Ich brauche was Größeres. Ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlupfs. Aber Stevens hat den Schlüssel. Bald ist sie mit dem Schlüssel und dem Transporter zurück. Ich muss nur am Leben bleiben. Ich bin so müde. Ich ruhe mich nur kurz aus und warte auf Stevens. Das war wohl sein Fehler, sich da auszuruhen. Schade. Gut. Also, gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Ich höre schon wieder komische Monster hier laufen. Ach, der ist so ein Viech, ist da, okay. Sieht aus, als irgendwas drin leuchtet, aber es ist nur die Spiegelung, okay. Diese ekligen Viecher. Können wir leider nicht mit dem Messer töten, das ist das Problem. Da müsste ich ihn auch ein, zwei abschießen. Und ich habe immer Angst, dass er dann gleich wieder losschreit und andere Leute weckt. Was er natürlich machen wird. Hier liegen ja auch Leute. Die sind ja auch nicht tot. Das ist ein Schloss. Sieht aus, als könnte ich es mit einem Schlüssel öffnen. Wir haben noch keinen Schlüssel. Dann lass mal gucken, ob wir den nicht doch noch den Heini doch irgendwie killen können. Ich darf bloß nicht zu viele Leute wecken. Aber wir nehmen mal die Schrotflinte ins Visier. Haben wir eigentlich ordentlich Schuss. Ihn hier zu killen ist wahrscheinlich am praktischsten. Machen wir gleich mal. Probieren wir es mal. Hier liegen auch ein paar Leute, ich sehe ja schon. Oh. Oh.
Nein! Oh. Shit. Ja, wir haben ihn getroffen zumindest. Mist, ey. Wir haben ordentlich was verballert hier. Jetzt haben wir schon viel Kohle und ein bisschen viel von dem guten Kram. Ärgerlich. Naja. Wir haben über eine Handachse eingesammelt. Ist auch nicht verkehrt. Hier ein Schlüssel? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, die Tür geht nur mit Schlüssel auf, sagt er. Ich muss gucken, was für ein Schlüssel er braucht. Okay. Ärgert mich natürlich ein bisschen, dass wir jetzt so viel verballert haben hier. Also. Aber naja, was soll man machen? Gucken, ob wir einen Schlüssel finden. Das ist schon wieder so ein Teil, wie wir es aus der anderen Welt kannten, ne? Hm. Guck, was hier passiert ist. Scheiße! Oh. Oh. Lauf doch ein bisschen. Warum laufe ich denn nicht da jetzt? Da gibt es irgendwo Benzin oder so. Gibt's ja nicht, ne? Das ist die Frage, wo der hin ist. Haben wir so Explosivbolzen? Hinten läuft er rum. Kommt doch schon in unsere Richtung hier. Bevor du ihn auflässt, fliegt der Bolzen weiter. Nein, doch. Oh. Okay, noch ist es nicht tot. Okay.
Lauf! Oh, fuck. Okay. Harter Kampf, harter Kampf. Wir müssen uns irgendwie Okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir da nutzen können. Ich gehe erstmal hier rein. Wollen wir schon Energie sammeln. Ein paar Flaschen können wir auch mitnehmen. Ein Tagebuch. Die läuft auch draußen rum, die verrückte Hexe, ey. Gehen wir schon auf den Sack. Okay. Das war ein gruseliges Bild. Okay, mal kurz mal durchlesen, was der Wert gesagt hat. Tagungswärts da. Im Taproom ist eigentlich los. Die Geschäfte laufen zurzeit, kommen Messen und Pete beschwert sich über die Massen, aber ich sage, je mehr, desto besser. Es war schon immer so. Okay. Finden tun wir hier irgendwie nichts. Aber wir müssen ja überlegen, wie wir den killen können, ohne. Kommen die hier ins Haus rein? Testen wir mal. Oh. Na? Traust dich nicht? Gar nichts in dir, ne?
Oh Gott sei Dank. Aber wir haben natürlich ganz unsere Munition komplett verballert. Hätten wir wahrscheinlich auch leichter töten können. Aber naja. Gut. Geschafft haben wir das zumindest. Nein, brauchen wir nicht, okay. Er dabei. Gut, ein bisschen Schuss nochmal für unsere Schrotflinte. Nee, was war denn der Schuss? Tatsächlich für die. Verdammt, die machen ihn fertig. Okay, was mache ich denn da am besten? Hey, hey, Sie da drüben! Sie müssen mir helfen! Na los, Mann! Ich weiß, Sie können mich hören! Helfen Sie mir! Ah, warte. Oh, komm schon. Och, das ist doch bescheuert. Ich habe viel zu wenig Munition, um dem Typen zu helfen, oder? Also, da muss ich ja wirklich. Ach, schade. Hätte man auch aus Überraschung. Ey. Das ist wirklich schwer. Gut. Das ist wirklich schwer. Aber ich glaube, ich mache auch Stopp für heute. Einfach um zu sehen, ob wir beim nächsten Mal das weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal machen wir sie platt. Bis dann, tschüss.